Das Wort hat die Kollegin Katrin Vogler für die Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Beim Gesundheitsetat geht es ja nicht nur um die 16 Milliarden Euro im Einzelplan 15. Wir haben das da gerade schon gehört. Der größte Pott in der Gesundheitspolitik, das sind die Beiträge der Versicherten an die gesetzlichen Krankenkassen. Und über deren Höhe und Verteilung entscheiden wir hier im Bundestag ebenfalls, und deshalb müssen wir darüber reden. Jedes Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung kennt doch die Probleme. Wartezeiten beim Facharzt, Zuzahlungen zu Medikamenten und Hilfsmitteln, hohe Eigenbeteiligungen beim Zahnersatz etwa oder der Hausarzt, der am Ende des Quartals das notwendige Rezept damit geizt und es nicht mehr ausstellt. Frau Merkel hat uns gestern darüber aufgeklärt, die Kollegin Ferner hat das ja auch schon zitiert, dass die schwarz-gelbe Bundesregierung keine Zweiklassenmedizin möchte. Aber diese Zweiklassenmedizin, die gibt es längst. Sogar Ärztepräsident Hoppe hat am Sonntag in der Frankfurter Allgemeinen festgestellt, was 70 Millionen Versicherte längst wissen, und das möchte ich hier zitieren: Im deutschen Gesundheitswesen wird heimlich rationiert, weil nicht genug Geld zur Verfügung steht, um allen Menschen die optimale Therapie zu verschaffen. Das bezog er allerdings nur auf extrem teure Krebsmedikamente, an denen sich die Pharmafirmen gerne eine goldene Nase verdienen möchten. Außer der Linken spricht niemand über die Probleme, die Millionen Menschen schon mit der einfachsten Gesundheitsversorgung haben. Und dazu möchte ich gerne mal ein Beispiel aus meiner Heimat, aus dem Münsterland, erzählen. In Dülmen hat nämlich vorige Woche eine neue Einrichtung Bilanz gezogen. Die Medikamententafel. In den ersten 3 Monaten haben da schon 115 bedürftige Menschen das Angebot genutzt, Medikamente zum halben Preis zu kaufen. Medikamente, wohlgemerkt, Kolleginnen und Kollegen, die ihnen ihr Arzt verschrieben hat, die aber von den Kassen nicht übernommen werden und die die Patientinnen und Patienten aus eigener Tasche nicht finanzieren können. Ich schätze sehr dieses soziale Engagement, das das möglich macht. Aber dass sowas hier nötig ist in diesem Land, das ist eine Schande. So sieht nämlich die soziale Wirklichkeit in unserem reichen Land aus. Wer arm ist und krank wird, ist auf Almosen angewiesen. Und damit werde ich mich nicht abfinden, und damit wird sich die Fraktion Die Linke auch nicht abfinden. Und wir werden auch nicht vergessen, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen von der SPD, dass dies auch ein Ergebnis ist aus 10 Jahren sozialdemokratischer Gesundheitspolitik, an der auch die Grünen und die Union leider beteiligt waren. Wenn Union und FDP jetzt versprechen, die Unterfinanzierung zu beenden, dann klingt das natürlich erstmal klasse. Aber für die Versicherten bedeuten ihre Pläne weitere Umverteilung von unten nach oben, das Solidarprinzip, dass also Gesunde für Kranke einstehen und die, die gut verdienen, für diejenigen, die weniger Einkommen haben, das wollen sie abschaffen. Und das ist mit uns nicht zu machen. Sie setzen auf die Kopfpauschale, die von der FDP beschönigend Gesundheitsprämie genannt wird. Das heißt, Sie wollen, dass die Friseurin mit 800 Euro Monatsgehalt denselben Beitrag bezahlen soll wie die Chemietechnikerin mit 3.000 Euro im Monat. Mehr Netto vom Brutto haben Sie im Wahlkampf versprochen, und das setzen Sie jetzt auch um, aber nur für die, die mehr als 2.000 Euro im Monat verdienen. Und das sollen dann die finanzieren, die deutlich weniger Einkommen haben. Deren Beiträge werden nämlich steigen. Und damit treiben Sie die Spaltung der Gesellschaft voran, und das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Ihr Versprechen, Herr Rösler, durch einen Sozialausgleich diese Ungerechtigkeit wieder abzufedern, das kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht ganz abnehmen. Denn erstens glaube ich Ihnen nicht, dass es Ihnen gelingt, gleichzeitig Steuern zu senken, was Sie ja auch versprochen haben, und trotzdem 20 bis 40 Milliarden für diesen Sozialausgleich aus der Staatskasse zu finanzieren. Entweder können Sie nämlich nicht rechnen und wissen nicht, was da auf Sie zukommt, oder Sie wissen genau, dass es nicht funktionieren wird und belügen die Leute, und das finde ich eine Unverschämtheit. Zweitens machen Sie damit Millionen Versicherte zu Bittstellern beim Staat. Nach der Medikamententafel kommt dann also demnächst die Krankenkassentafel. Und dagegen werden wir uns wehren. Dass Sie diese Reform dann auch ausgerechnet von einem bisherigen Funktionär der privaten Krankenversicherung erarbeiten lassen, wundert uns da kaum noch.
Es zeigt doch das wahre Wesen der FDP als Front der Privilegierten. Oder stehen diese drei Buchstaben vielleicht doch eher für Freundeskreis der Privatversicherer? Freundeskreis Mögenpick. 3,9 Milliarden Euro sollen in diesem Jahr als Steuerzuschuss in den Gesundheitsfonds fließen, um die Mindereinnahmen durch die Finanzkrise auszugleichen. Das haben Sie gerade ganz stolz verkündet. Aber Sie wissen doch ganz genau, dass den Krankenkassen voraussichtlich 2010 4 weitere Milliarden fehlen werden. Den Versicherten drohen also Zusatzbeiträge, denn irgendwoher müssen die fehlenden Milliarden ja kommen. Warum kommen Sie eigentlich nicht auf die Idee, diejenigen an den Kosten zu beteiligen, die diese Krise verursacht haben? Aber nein, auf die Unternehmen und Aktionäre entfällt kein einziger Cent an höheren Beiträgen. Wieder sind es nämlich nur die Beschäftigten, die Rentnerinnen und Rentner, die Sie zur Kasse bitten. Die Linke hat immer wieder Vorschläge gemacht und wird das auch weiterhin tun, wie die Kassen finanziert und die Versicherten entlastet werden können. Wir wollen bestmögliche Versorgung für die Patientinnen und Patienten, mehr Zeit für Zuwendung und für sprechende Medizin sowie mehr Beschäftigung zu besseren Arbeitsbedingungen, statt noch mehr Profite für die Pharmabranche und private Versicherungskonzerne. Sie hingegen preisen im Koalitionsvertrag den Wettbewerb und den Markt als Steuerungsmechanismen und vergessen dabei eins: Ein kranker Mensch ist kein Kunde, der über Diagnose und Therapie frei entscheiden kann. Wer krank ist, braucht Hilfe, schnell erreichbar, unkompliziert und in guter Qualität, und das Ganze vom Darß bis zum Bodensee. Das zu schaffen, ist unsere gemeinsame Verantwortung hier in diesem Haus. Deswegen werden wir diesen Haushalt ablehnen, und wir werden weiter dafür streiten, dass Medikamententafeln in diesem Land überflüssig werden. Danke schön. Kollegin Vogler, das war Ihre erste Rede im Deutschen Bundestag. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg in Ihrer weiteren Arbeit.